Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Firmlinge, ich darf euch mit euren Firmpaten, euren Familien, euren Gästen und vor allem auch mit unseren Pfarrgemeinden ganz herzlich begrüßen zu eurem Firmtag. Langer Weg liegt hinter euch. In der 6. Klasse habt ihr angefangen, euch vorzubereiten auf diesen Tag. Und heute, jetzt seid ihr schon Siebtklässler, ist es soweit, dass wir dieses Fest miteinander feiern, das Sakrament der Firmung euch gespendet wird. Ganz herzlich darf ich unseren Firmspender begrüßen, Herrn Generalvikar Harald Heinrich, der ja ganz spontan eingesprungen ist, für unseren erkrankten Firmspender jetzt Gott sei Dank aushilft, sodass wir nichts verschieben müssen und die Firmung heute gefeiert werden kann. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Begrüßen darf ich auch Pfarrer Lothar Hartmann, auch Lutzingen und Unterdietzheim sind bei uns, ist bei uns mit den Firmlingen. Auch dir herzlich willkommen in Blindheim. Schön, dass du den Gottesdienst mit uns feierst. Meine lieben Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, liebe Firmlinge, liebe Paten, wir haben eben gesungen, Gott für uns. Jedes Sakrament, das wir empfangen dürfen, ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns begegnen will, dass er mit uns ist, mit dir, mit mir ist. Ich darf euch heute das Sakrament der Firmung spenden. Firmung heißt wörtlich übersetzt Stärkung, dass ihr gestärkt werdet in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Pfarrer Zitzler hat eben angedeutet, dass es ein längerer Weg war. Aber der Weg ist heute natürlich nicht zu Ende, sondern ja, jetzt beginnt er erst richtig, dieser Weg. Dann in der Kraft des Heiligen Geistes, als Christen in dieser Welt zu leben. So wollen wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern. Gott ist mit uns und mitten unter uns und wir bitten ihn um sein Erbarmen.
ich bin Feuer und Flamme für alle möglichen Dinge. Dir gegenüber bin ich oft kalt und uninteressiert. Ich auf Sparflamme. Ich bin nicht bereit, mich ganz einzusetzen. Ich bin bequem, statt andere anzustecken. Geist ist wie ein wärmendes Feuer. Oft verbreite ich zu wenig Wärme in meinem Umgang mit anderen Menschen. Der gütige und barmherzige Gott, erbarme sich über uns, reinige unsere Herzen von Schuld und Sünde und führe uns alle zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Wir bitten dich, gütiger Gott, erfülle an uns, was du versprochen hast. Der Heilige Geist komme auf uns herab und mache uns vor der Welt zu Zeugen für das Evangelium deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Heiliger Geist, erfülle in uns, Heiliger Geist, erfülle in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes.
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Firmlinge, liebe Paten. Bei manchen Menschen kann man sofort erkennen und sehen, was sie machen, zu wem sie gehören. Und sie tragen eine regelrechte Uniform und sofort sieht man, aha, das ist ein Polizist, der gehört zur Feuerwehr, das ist vielleicht ein Arzt. Auch bei manchen Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften kann man oft schon von außen sofort erkennen, der oder die gehört zu einer ganz bestimmten Religion. Ja, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und wie ist das bei uns, bei euch? Woran kann man denn nun erkennen, dass du Christ bist, dass wir Christen sind? Woran kann man's erkennen? Es wäre ja ganz toll, wenn du am Montag in die Schule kommst oder jetzt heute Abend nach Hause wieder und bist völlig umgekrempelt, man erkennt dich gar nicht mehr wieder. Die Lehrer in der Schule sind völlig erstaunt, was ist aus dem oder der geworden. So wird es vermutlich nicht ganz sein, auch wenn wir dem Heiligen Geist durchaus manches zutrauen dürfen. Aber woran kann man es erkennen, dass wir Christen sind? An unserem Äußeren im Normalfall nicht. Vielleicht trägt jemand mal ein Kreuz, aber auch nicht unbedingt so, dass man es gleich sehen muss oder sehen kann. Und es muss auch nicht unbedingt immer ein Zeichen dafür sein, dass jemand ein gläubiger Christ ist. Eine erste Antwort, liebe Schwestern und Brüder, liebe Firmlinge, glaube, die heißt ganz schlicht, wer ein Christ ist, und das sagt eigentlich schon der Name, der gehört zu Jesus. Und ich glaube, dass etwas ganz Entscheidendes letztlich auch auf diesem Weg hin zur Firmung war und auch weiterhin ja ist in unserem Leben, dass wir immer neu uns fragen und uns damit beschäftigen, wer ist denn nun dieser Jesus? Ja, wer ist er? Im Evangelium eben, im Johannesevangelium, haben wir eine Antwort gehört, wenn er sagt, wer Durst hat, komme zu mir. Also dieser Jesus eine Quelle für unser Leben. Aber wie können wir Jesus kennenlernen? Da ist ganz zentral dieses Buch, die Heilige Schrift, das Neue Testament, vor allem die Evangelien, um Jesus kennenzulernen, um zu wissen, wer er ist. Und zwar nicht nur so mit dem Verstand, mit dem Kopf, sondern mit unserem Herzen. Wer ist dieser Jesus? Schaut, ganz am Anfang eures Lebens haben eure Eltern gemeinsam mit den Paten euch zur Taufe gebracht. Und damit die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, ja, wir wollen, dass unser Kind diesen Jesus kennenlernt. Und damit den Glauben an ihn, weil dieser Glaube auch uns etwas bedeutet, wollen wir, dass auch unser Kind da hineinwächst. Und das ist eigentlich jetzt schon auch das Besondere bei der Firmung. Damals haben das deine Eltern, deine Paten gemacht. Im Normalfall bei der Taufe konntest du auch nichts sagen. Die haben dann auch stellvertretend für dich den Glauben bekannt und gesprochen. Du wirst heute auch nicht so viel sagen, aber was du zu sagen hast heute, ist etwas ganz Entscheidendes. Nachher nämlich bei der Firmung, wenn ich dich firmen werde, wirst du im Normalfall nur ein Wort sagen. Nämlich Amen. Wahrscheinlich hat man dir in der Vorbereitung das ziemlich eingebläut, es möglichst nicht zu vergessen. Erfahrungsgemäß vergisst trotzdem ein Fünftel vor lauter. Die sind nämlich plötzlich alle ganz schüchtern in dem Moment. Amen.
Das heißt, ja, so ist es. Das ist noch einmal deine Bestätigung für das, was passiert ist. Und was ist passiert? Äußerlich gesehen gar nicht so sehr viel. Ich werde dich mit dem Krisam auf die Stirn salben. Und diesem Wort Krisam steckt eben schon etwas drin, das tatsächlich ganz wichtig ist. Es ist nämlich das gleiche Wort, der gleiche Stamm wie bei Christus, der Gesalbte. Also durch diese Salbung wird noch einmal deutlich gemacht, ja, du gehörst zu Jesus Christus und dazu sagst du Amen. Ja, so ist es. Ja, das will ich. Und zwar nicht bloß heute, sondern auch darüber hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Paten, und etwas ganz Wichtiges, das jetzt schon deutlich wird, aber nachher auch. Du sagst nicht alleine dein Amen. Heute sitzt jemand neben dir. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie, als Sie gefragt worden sind, ob Sie Pate oder Patin machen wollen, dass Sie sich einfach schlicht gefreut haben. Aber vielleicht haben Sie irgendwann dann auch mal überlegt, so leicht beunruhigt, und was muss ich denn da tun? Eigentlich nicht viel. Das Entscheidende, was Sie tun, tun Sie gerade jetzt. Und das ist nicht bloß eine Wortspielerei. Sie sind da und Sie sitzen neben Ihrem Firmling und nachher noch viel stärker, Sie stehen hinter Ihrem Firmling. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, liebe Firmlinge. Da steht jemand hinter dir. Und du wirst die Erfahrung im Leben machen, wie wichtig es ist, dass jemand hinter dir steht. Und du wirst auch die Erfahrung machen, wenn wir es zusammenzählen, so viele sind es gar nicht. Aber da gibt dir heute jemand auch ein Versprechen ab, der hinter dir steht, der dich begleiten will auf deinem Lebensweg und der hinter dir steht. Da müssen Sie gar nicht so viel machen, in Anführungszeichen. Aber ich denke, Sie verstehen, was gemeint ist, aus eigener Erfahrung, was da manchmal zu tun ist. Eben ganz schlicht da zu sein. Und es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Dein Firmpate wird dir dann auch seine Hand auf die Schulter legen. Und eigentlich ist das auch noch einmal dieses Bild, jemand steht hinter dir, ja, da stärkt dir jemand und stärkt dir auch den Rücken, der hinter dir steht. Wir kennen ja auch die umgekehrte Redewendung, dass uns jemand in den Rücken fällt. Das ist weniger schön. Aber da stärkt dir jemand den Rücken. Ich glaube, dass das etwas Wunderbares ist, dass wir Menschen haben an unserer Seite, die genau das tun wollen. Und das ist es, was sie heute tun und auch darüber hinaus. Aber es hat natürlich auch etwas mit unserem Glauben, mit Ihrem Glauben zu tun. Schaut, liebe Firmlinge, es ist immer gut, Fragen zu stellen. Und eine ganz wichtige Frage, glaube ich, die jeder von uns stellen müsste und vielleicht viel öfter und darüber reden müsste. Und denken wir ehrlich mal darüber nach. Wann haben Sie zum letzten Mal mit jemandem, den Sie gut kennen, vielleicht sogar in der Familie, über Ihren Glauben geredet, nicht über die Kirche geschimpft, sondern über meinen Glauben? Warum sitze ich jetzt hier? Auch mit meinen Fragen und vielleicht auch mit manchen Zweifeln und vielleicht auch mit mancher Kritik an der Kirche. Und dennoch bin ich jetzt da. Schauen Sie, liebe Schwestern und Brüder, das ist schon ein Problem heute, dass uns, wenn es um den Glauben geht, oft eine ganz eigenartige Sprachlosigkeit befällt. Wir können über vieles reden, über Fußballergebnisse und viele von euch kennen wahrscheinlich die Bundesliga-Tabelle rückwärts und vorwärts. Wir können über das Wetter reden, aber über meinen Glauben. Warum bedeutet mir dieser Jesus was? Wer ist er für mich? Natürlich geht es nicht darum, dass wir da immer die perfekte Antwort haben. Darum geht es nicht. Aber eine, wie man heute sagt, authentische, echte Antwort, meine Antwort. Ich glaube, dass das junge Menschen sehr genau spüren. Und lasst euch da, wenn ihr solche Fragen stellt, gerade diese Frage stellt, nicht vertrösten, so mit der Antwort, die Erwachsene manchmal ja ganz gerne geben. Das erkläre ich dir dann mal, wenn du etwas größer bist. Da kann ich euch nur raten, wenn diese Antwort kommt, dann ist es eigentlich interessant, weiter zu fragen. Weil sie dann entweder keine Antwort wissen oder nicht sagen wollen, wie auch immer, aber dann wird es oft spannend. Und liebe Schwestern und Brüder, und da meine ich jetzt nicht nur die Paten, haben wir doch bitte den Mut, über den Glauben zu sprechen. Wie soll denn die Weitergabe des Glaubens funktionieren, wenn wir nicht mehr bereit sind, darüber zu reden? Weil wenn das anders ginge, dann könnte man sich bei der Firmenvorbereitung ja auch vieles sparen. Dann könnten Sie den Firmen ein Buch in die Hand drücken, das lest ihr durch und dann glaubt ihr und alles ist in Ordnung.
Das wäre eine große Vereinfachung, aber es funktioniert nicht. Damit will ich nicht sagen, da komme ich zu einem zweiten Punkt, woran kann man einen Christen erkennen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch darum geht, etwas zu wissen. Wir müssen auch über unseren Glauben etwas wissen. Der heilige Petrus schreibt einmal, sei stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Auskunftsfähig zu sein. Dazu gehört es eben auch, dass wir wissen, dass es 10 Gebote gibt und vielleicht schon mal etwas von den Gaben des Heiligen Geistes gehört haben und von den Sakramenten. Also es geht auch um Wissen, das ist gar keine Frage. Und ich möchte das an einem Beispiel erläutern, das immer so klingt, als ob ich es vielleicht persönlich für den Anlass erfunden hätte, aber leider habe ich es nicht erfunden. Vor einigen Jahren, es wird ja zu allem Möglichen irgendwelche Umfragen immer veranstaltet und auch zu Fragen des Glaubens regelmäßig. Da wurden Kinder und Jugendliche gefragt, was feiern die Christen an Weihnachten? Ich traue mich eigentlich nicht zu fragen, weil ich mir denke, dass das hier alle wissen. Aber 40% wussten es nicht. 40%, das ist fast jeder Zweite. Wobei es nicht ganz richtig ist, sie hatten auch eine Antwort. Es ist nicht so, dass die keine Antwort hatten. Und die Antworten sind durchaus recht erstaunlich und klingen ja tatsächlich wie erfunden, sind sie aber leider nicht. Mal in der umgekehrten Reihenfolge der Häufigkeit, die erste Antwort war, weil da die Oma zu Besuch kommt, vielleicht ist sie heute auch da, deswegen feiern wir ja nicht Weihnachten. Die zweithäufigste Antwort war, weil die Geschäfte bessere Geschäfte machen. Das ist zwar auch gut beobachtet, aber letztlich nicht der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und die häufigste Antwort, weil da der Weihnachtsmann gestorben ist. Da denke ich mir mal, wenn er nur mal sterben würde, aber er ist noch relativ zäh lebendig. Natürlich kann man sagen, diese Umfrage wurde nicht im tiefsten Schwaben veranstaltet, sondern irgendeinem Eck Deutschlands, wo die gar keine Ahnung haben. Irgendwie beruhigt es mich nicht ganz, weil ich schon oft das Gefühl habe, dass wir uns in Fragen der Religion und des Glaubens zum Teil der Ahnungslosen entwickeln. Und wir kennen das ja leider inzwischen. Ich will gar nicht näher darauf eingehen, dass bestimmte Gruppen plötzlich Weihnachtslieder singen, um ihre Religion zu beweisen, obwohl sie eigentlich gar nichts mit der christlichen Religion am Hut haben. So Religion verwenden gegen jemanden. Religion ist nie gegen jemanden gerichtet. Das widerspricht sogar dem Wesen jeglicher Religion. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Firmlinge, ja, es geht auch darum, Auskunft geben zu können über meinen Glauben. Und da müssen wir tatsächlich ehrlich zugeben, dass da oft Angehörige anderer Religionen uns einiges voraus haben. Auch sich darum zu bemühen, diesen Glauben zu vertiefen und eben dann auch den Glauben zu leben. Und das ist die dritte Antwort, glaube ich, woran man einen Christen erkennen kann. Da könnte man noch viele Dinge bringen, aber eines, glaube ich, ist ganz wichtig. Dass wir nämlich den Sonntag miteinander feiern. Der Tag für uns als Christen, der Tag der Auferstehung unseres Herrn. Vielleicht ein Beispiel dazu, warum aus meiner Sicht das wichtig ist. Ich unterstelle jetzt einfach mal den meisten von euch, dass sie irgendein Handy haben oder Smartphone oder was auch immer, dass euch wahrscheinlich allen bekannt ist, was Facebook ist und WhatsApp, wahrscheinlich viel besser wie uns da vorne. Und dass ihr da regelmäßig natürlich mit euren Freunden euch austauscht, kommuniziert. Und jetzt überlegt euch mal, eine ganze Woche lang würde deine beste Freundin, dein bester Freund nichts mehr von dir hören. Der würde meinen, du bist krank oder irgendwas passiert. Meistens geht das ja ganz anders. Man hat sich gerade gesehen und schon geht es weiter mit WhatsApp und Handy. Und einmal in der Woche den Kontakt zu Jesus suchen. Wenigstens einmal in der Woche. Eine Beziehung, eine Freundschaft kann ja nur sein, wenn man eben miteinander kommuniziert, wenn man in Kontakt ist. Zu Recht würden unsere Freunde sagen, ja, der lässt ja gar nichts mehr von sich hören. Was ist mit dem, mit der los? Gott sagt das nicht, nein. Aber er lädt euch, uns alle immer neu ein, diese Verbindung zu suchen in der Feier der Eucharistie am Sonntag, als Gemeinschaft sich zu versammeln, um miteinander und auch ganz persönlich diese Beziehung zu Jesus zu leben, zu pflegen und auch miteinander den Glauben zu feiern. Das ist ein ganz wichtiger Moment. So wie es Gott sei Dank so ist, dass du ja heute nicht alleine da bist, sondern
eine ganze Reihe von Menschen auch da sind, glaube ich, die dir wichtig sind, die dich auf deinem Lebensweg begleiten. So sollte die Firmung, die Vorbereitung darauf auch sichtbar machen. Ja, du gehörst sozusagen noch zu einer größeren Familie, um mal dieses Wort zu verwenden, zu einer Gemeinde, einer Pfarrei, einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich zu Jesus bekennen. Ich wünsche euch und wünsche uns allen, dass uns oft noch tiefer aufgeht, wie wertvoll und wichtig auch diese Gemeinschaft ist. Liebe Firmlinge, ihr werdet nun das Sakrament der Firmung empfangen. Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Es ist nicht das Ende eines Weges. Aufatmen, jetzt haben wir es endlich hinter uns. Hoffentlich nicht, sondern wir haben so vieles vor uns. Du in deinem Leben. Und ich glaube, was gibt es Schöneres und Besseres? Heute diese wirkmächtige Zusage Gottes in der Firmung. Ja, ich bin bei dir auf allen deinen Wegen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es gilt auch dann dieses Wort. Und wer glaubt, der ist nie allein, nie allein. Amen. Meine lieben Firmlinge, bei eurer Taufe haben stellvertretend eure Eltern und Paten für euch den Glauben bekannt. Heute, bevor ihr nun das Sakrament der Firmung empfangt, werdet ihr das ganz bewusst selber tun. Es ist fast schon ein wenig wie in der Schule, es geschieht nämlich in Frageform, aber alle gemeinsam antworten dann immer, ich glaube. Und weil wir eben wissen, und dazu braucht es leider nicht viel Fantasie, sondern oft reichen schon 10 Minuten vor dem Fernseher, dass wir in einer Welt leben, wo es auch das Böse gibt, das uns bedroht, dass es immer wieder hereinbricht, auch in das Leben der Menschen. Deshalb widersagen wir ganz bewusst auch allem Bösen. Widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der wie einst den Aposteln am Pfingstfest so heute euch durch das Sakrament der Firmung in einzigartiger Weise geschenkt wird? Glaubt ihr an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Liebe Schwestern und Brüder, das ist unser gemeinsamer Glaube, der uns alle verbindet. Und so wollen wir nun im Lied miteinander diesen Glauben bekennen. Getauft zu sein in Christus sein.
Ich darf euch nun bitten, euch hinzuknien. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Leon, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Alles Gute, Gottes Kraft und Segen auf deinem Lebensweg, Leon. Danke, dass ihr das Patenamt übernommen habt. Wie heißt du? Verena. Verena, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Alles Gute, Gottes Kraft und Segen auf deinem Weg. Danke, dass ihr Alexander. Alexander, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Der Tobias ist mir und Ihnen fast schon über den Kopf gewachsen. Alles Gute, Gottes Segen für dich. Danke, dass ihr da seid. Wie heißt du? Jonas, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Wenn jemand den Bastian, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Angelina, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. In deinem Namen steht dein Wort drin. Thank you.
Gottes, dem Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Selina, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Alles Gute, Gottes Segen für dich auf deinem Lebensweg. Danke. Wie heißt du? Sophia. Sophia, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Cora, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Anna, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Madeleine. Ja, nicht lachen, sondern den Namen richtig sagen. Madeleine. Madeleine sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir.
heißt du? Lukas. Lukas, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Sophie. Sophie, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Cedric, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Alles Gute, Gottes Segen für dich, Cedric, auf deinem Lebensweg. Danke, dass du da bist. Wie heißt du? Beate. Beate, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Alles Gute, Gottes Segen. Sabrina. Sabrina, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Alles Gute. Der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Alles Gute, Gottes Segen für dich. Das ist der Abschluss, da kommen wir zu der Alles. Danke, dass ihr Patin seid. Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Wenn ich das richtig deute, dann kannst du das. Sophia, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geiste. Ich
tragen unsere Fürbitten vor Gott. Herr unser Gott, durch Jesus Christus und im Leben vieler anderer Christen zeigst du uns, wie der Heilige Geist durch uns wirken kann. Wir bitten dich. Wir bringen eine Bibel. Sie ist deine gute Nachricht an uns, die vom Wirken deines Geistes erzählt. Lass uns unser Leben ausrichten nach deinem Wort und Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen eine brennende Kerze. Licht und Feuer sind Zeichen für Gottes Geist, der unsere Herzen erhellen will. Lass uns immer wieder Licht für unsere Mitmenschen sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen einen Fußball. Jeder von uns hat andere Talente. Viele Menschen werden ausgeschlossen wegen ihres Alters, ihrer Herkunft oder einer Krankheit. Gib jedem Menschen eine Chance, sich so einzubringen, wie er ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen ein Smartphone. Ein Smartphone ist uns sehr wichtig, weil wir gut miteinander vernetzt sind und so vieles voneinander wissen. Schenk uns hin und wieder die Zeit, Wichtiges auch mit dir zu besprechen und in deiner Nähe zu verweilen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen ein Geschenk. Ein Geschenk bekommen ist spannend und macht uns neugierig. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes. Schenke uns die Neugier, dem Wirken des Heiligen Geistes in uns nachzuspüren. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, du bist eins mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Schenke unseren Neugefirmten die Gaben deines Geistes, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn hat uns in seinem Erlösungswerk den Heiligen Geist geschenkt. Wir bitten dich, nimm die Gebete und Gaben der Neugefirmten an
denen der Geist das Bild deines Sohnes tiefer eingeprägt hat. Mache sie durch die Teilnahme an der Gedächtnisfeier der Erlösung zu treuen Zeugen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er ist aufgefahren über alle Himmel und thront zu deiner Rechten. Er hat den Heiligen Geist, wie er den Jüngern versprochen, ausgegossen über alle, die du zu deinen Kindern erwählt hast. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Konrad und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Kindern und Jugendlichen, Frauen und Männern, die du zu einem Dienst in deiner Kirche berufen hast. Gedenke auch jener, die in der Taufe zum neuen Leben geboren
und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden und bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und ihrem Bräutigam Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Kirchen und Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir alle haben den Heiligen Geist empfangen und sind Kinder Gottes. In diesem Geist lasst uns nun miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfügt. Deshalb bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben und die Liebe deiner Kirche, und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen dieses Friedens. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Sakrament des Leibes und
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Lasset uns beten. Herr, du hast deine Gläubigen mit dem Heiligen Geist gesalbt und sie mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt. Begleite sie mit deinem Segen, damit sie gegen alle Widerstände des Bösen ein heiliges Leben führen und Werke der Liebe tun, zur Freude deiner Kirche und zum Wachstum deines Volkes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vom Ende des Gottesdienstes ganz herzlich vergelt's Gott sagen, unserem Firmspender, Herrn Generalvikar Heinrich, für die Feier des Gottesdienstes, die Spendung des Sakraments und für seine Predigt, die, denke ich, nochmal euch mit auf den Weg gibt, um was es geht, dass man uns das Christsein auch anmerkt, auch wenn man es uns äußerlich nicht ansehen kann vielleicht. Ein Dankeschön möchte ich sagen allen, die mitgearbeitet haben in der Firmenvorbereitung, besonders unserer Gemeindereferentin, der Frau Schmid, die Firmenvorbereitung ja unter ihrer Regie hat. Danke aber auch allen den Müttern und Vätern, die, denke ich, auch in Lutzingen und unter Lietzheim fleißig mitgeholfen haben, hier bei uns in der Pfarreiengemeinschaft ganz unterschiedliche Angebote gemacht haben, vom Kerzenbasteln bis hin zum Begegnung mit der Biene, die ja am Osterlob als Symbol für die Auferstehung steht, die eben auch mal von der anderen Seite kennengelernt werden konnte. Danke allen, die auch im Dekanat mitgeholfen haben, bei unserem Dekanatsfirmtag in Bliensbach, die da mit bei den Workshops mitgeholfen haben. Ein Dankeschön unserem Chor Kairos, der Organistin, Ministrantinnen und Ministranten und der Mesnerin dafür, dass dieser Gottesdienst heute schön und reibungslos ablaufen konnte. Ich wünsche euch heute einen schönen und gesegneten, vor allem auch einen frohen Abend mit euren Patinnen, Paten und all euren Gästen. Kleiner organisatorischer Hinweis noch. Am Ende gibt es das berühmte Foto und das wird immer chaotisch, wenn erstmal alle rausrennen und dann irgendwann wiederkommen. Wir machen das einfach alphabetisch nach Ortschaften, also Blindheim, Gremheim, Lutzingen, Schwenningen und so weiter. Wenn Sie einfach sich dann schon mal in sinnvolle Gruppen gruppieren und dann der Reihe nach antreten, dann muss niemand hier eine halbe Stunde warten, bis die Fotos gemacht sind. Zügiges Aufstellen erleichtert allen das Leben. Wäre ich Ihnen dankbar, wenn das dann klappt. Ja, dem Dank und auch den guten Wünschen schließe ich mich gerne für euch an und bitten jetzt Gott um seinen Segen für uns alle. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Allmächtiger Gott, festige, was du in uns gewirkt hast. Erhalte und schütze die Gaben des Heiligen Geistes in den Herzen der hier neu Gefirmten, damit sie Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, furchtlos vor der Welt bekennen und seine Gebote in Liebe erfüllen. Dazu segne und geleite euch auf eurem Weg der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.